Heute ist es soweit. Die E-Klasse E300DE muss mich nach 2 Jahren und ungefähr 35.000 Kilometer verlassen. Und heute gibt es ein Fazit, ich sag mal so eine grobe Kostenaufstellung, mal so ganz grob, und die Vor- und Nachteile, die ich mit diesem Wagen ja tatsächlich erfahren habe. Mein Name ist Jean-Pierre Zimmer von der Firma Motorenzimmer und ich nehme heute mal in diesem Video meine Frau wieder dazu. Das war in dem letzten Alltagswagen-Video, war es ja auch so, mit dem Arteon. Hier vor sind wir nämlich tatsächlich in Arteon gefahren. Man glaubt es kaum. Warum sind wir in Arteon gefahren? Weil es ein unschlagbares Angebot seitens VW gewesen ist. Dazu gibt es ein Video, könnt ihr mal bei uns auf dem Kanal gucken, können wir aber auch tatsächlich verlinken. Was wir jetzt tatsächlich auch verlinken ist, der Wagen steht ganz locker flockig auch zum Verkauf. Auch da ein Link unten in der Videobeschreibung. Darum soll es aber nicht hauptsächlich gehen. Fangen wir mal mit den Eckdaten an. Wir haben hier eine E-Klasse, Typ S213. Warum S213? Weil es ein T-Modell ist, ein Kombinationswagen. Das, was es in Zukunft ja nicht mehr geben soll, weil Mercedes will ja diese Fahrzeugform abschaffen. Gut. Jetzt haben wir hier ein E300DE. Was heißt das? E-Klasse, Modellreihe 300. Ja, 300 hat mal früher für einen Hubraum gestanden, heutzutage leider nicht mehr. Hier ist ein 2 Liter Diesel-Hybrid drin. Also deswegen Diesel 300, D Diesel, E für elektrisch. Wir haben hier einen 2 Liter Dieselmotor mit einem 100 kW Elektromotor, der zusätzlich funktioniert. Das heißt, wir können elektrisch fahren, rein elektrisch, und wir können in Kombination mit dem Dieselmotor fahren. Und da muss man jetzt wirklich sagen, das fährt wirklich gut. Wir haben diesen Wagen damals gekauft ohne Anhängerkupplung und haben eine Anhängerkupplung nachgerüstet. Zu den Kosten komme ich später nochmal, weil die waren nicht unerheblich oder wären nicht unerheblich gewesen. So, warum haben wir uns damals für dieses Fahrzeug entschieden? Natürlich, jetzt muss man sagen, auch die Versteuerung hat für uns einen großen Grund gespielt. Warum? Das ist ein Hybridfahrzeug und dieses Hybridfahrzeug können wir tatsächlich mit 0,5% in der Firma versteuern, anstelle von 1%. Muss ja auch gesagt werden. So, dann gibt es aber noch einen zweiten Grund. Wir fahren tatsächlich hier runter zur Firma nur 7 Kilometer. 7 Kilometer teilweise im Pendelverkehr für einen Dieselmotor, das macht nicht wirklich Sinn. Jetzt muss man an der Stelle auch sagen, Mercedes ist der einzige Hersteller, der ein Diesel-Hybrid anbietet. Das macht kein anderer Hersteller, meines aktuellen Kenntnisstand, beziehungsweise wenn ihr einen anderen Hersteller kennt, schreibt es mal bitte in die Kommentare. Also 7 Kilometer, 7 Kilometer, 7 Kilometer und demnächst kommt uns dann in den Kopf, wir müssen einen Anhänger nach Stuttgart ziehen oder wir fahren mal ganz schnell nach Stuttgart. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn ich irgendwo hin will, dann ist das meist schon schneller. Also das, was man fahren kann und was man darf und so wie es der Straßenverkehr zulässt, mache ich das auch. Und jetzt muss man wirklich sagen, Jenny, was sagst du? Geht das schnell? Das geht schnell, ja. Also das ist tatsächlich so, der Wagen 255 bis oben im Begrenzer, überhaupt gar keine Probleme. Jetzt werden viele sagen, ja, solange der Akku voll ist. Das ist richtig. Dann irgendwann fällt der ab so auf, wenn wir die ganze Zeit 255 fahren, bis der leer ist. Ich glaube auf 220 oder 230. So 230 läuft er im Dieselmotor immer. Lukas, was läuft deiner? 240. 240 mit dem Dieselmotor. Ja. Du hast aber noch den 651er Motor, den Vorgänger, den 2,2 Liter Diesel. Hier ist ja der 2 Liter Diesel verbaut. Ja, also eigentlich ein bisschen Hubraum schwächer. Du hast 2 Turbolader, wir haben 2 Turbolader. Gut. Du hast AdBlue, der hat AdBlue. Okay, ja, also, das geht. Irgendwann fällt die Geschwindigkeit runter dann auf 230 km/h. Aber er ist deutlich leichter als wir. Das muss man tatsächlich sagen. Wir sprechen hier über... Hast du jetzt nicht das Körpergewicht, sondern das Auto? Ja, da ist es jetzt wirklich so, dass wir hier rund 2,2 Tonnen Leergewicht haben. Ist für eine E-Klasse schon hardcore. Ja. Muss man jetzt an der Stelle wirklich sagen. Insgesamt... Und das merkt man so, das ist schon ein schweres Fahrzeug. Ja. Wir haben damals dieses Fahrzeug tiefer gelegt. Ich glaube, das sieht man ganz gut. Mit H&R-Federn
Nur auf der Vorderachse. Also auf der Vorderachse haben wir eine Stahlfederung, auf der Hinterachse haben wir eine Luftfederung. Die wird mit so einer Koppelstange mit Gutachten eingestellt. Und ja, das Ganze hat ABE. Ist eintragungsfrei. Die Originalfedern gibt es zum Auto dazu. Mit Originalfedern stand der wirklich, der stand bockhoch da. Ne? Also eigentlich ist er ein Stück zu tief gekommen. Ich hätte ihn eigentlich lieber hier stehen gehabt. So ein Zentimeter, anderthalb weniger wäre schön gewesen. Aber original ging gar nicht. Überhaupt nicht. Für uns nicht. Es gibt bestimmt Leute, die das gut finden. Wir dürfen nicht für die Allgemeinheit sprechen. Gut, aber wie gesagt, wir sind ja jetzt so ein bisschen persönlich. So, jetzt will ich mal Verbrauch im Übrigen. Kann man jetzt sagen, gucken wir uns gleich an. War ich so ein bisschen enttäuscht. Der Wagen ist zu einer Garantieaktion beziehungsweise zu, wie sagt man das denn? Rückruf. Kundenmaßnahme, Rückrufaktion, wegen dem OM 654 Motor gegangen. Da wurde was auf Ölleckage überprüft. Das war bei uns aber, ich sag mal, ohne Befund. Und da stand der Langzeitverbrauch im Kombi-Instrument. Dann hat der Motorsoftware-Update gekriegt und da war der Langzeitverbrauch weg. Der Langzeitverbrauch waren 3,2 Liter Dieselverbrauch im Durchschnitt plus, und jetzt kommt's, zusätzlich 12 Kilowattstunden auf 100 Kilometer Verbrauch. Also das muss man on top rechnen. Und jetzt muss man wirklich sagen, wir haben jeden Tag eigentlich den Wagen nachgeladen. Nachladen funktioniert so, dass wir ja über die 220 Volt Steckdose geladen haben. Also nicht irgendwie, hier haben wir noch die Tür auf. Hier haben wir ganz normal Diesel, hier haben wir AdBlue. AdBlue haben wir original auf 35.000 Kilometer einmal getankt. Einmal getankt AdBlue. Ja. Hier ist die Ladedose und da haben wir ein Adapterkabel, also das kann man mit, haben wir nie gemacht, ich glaube maximal 7 kW laden. Also wenn man jetzt, oder steht es hier sogar drauf? Ich meine 7 kW, 6 oder 7 kW maximal laden. Wir haben immer mit ungefähr 2,2 bis 2,5 kW an der 220 Volt Steckdose geladen. Jenny, wenn du morgens zur Arbeit gekommen bist, hast du den einmal angesteckt, ja, wenn er leer gewesen ist? Und dann sagt er zwischen 12 und halb 1, sagt er, er ist voll. Also ja, so grobe Richtung 4 bis 5 Stunden. Ja, dann ist er voll. Ja, also der Akku ist, glaube ich, in Summe 15 Ampere Stunden groß oder Kilowattstunden groß. 15 Kilowattstunden groß. Und du kannst ihn aber nicht ganz leer fahren. Und die 11%. Reichweite, als wir nach Paris gefahren sind, auf der Autobahn. Die war tatsächlich laut Herstellerangabe bei... Haben wir im Video gezeigt. Ich glaube, ja, wir sind wirklich 50 oder 52 Kilometer gefahren. Genau, bei 90 km/h Anfang und Ende 90 km/h eins durch. So, und genau, was hast du elektrische Reichweite jetzt immer so gehabt? 27 oder 28 Kilometer. Ja. Jetzt ist es aber auch noch kalt. Wenn es dann wärmer wird, dann sind wir wieder bei 32, 34. Ja, rein elektrische Reichweite. Ja. Und das reicht das aus oder reicht das nicht aus? Für uns reicht das. Ja, ja, muss man wirklich sagen, bei uns im Pendelverkehr, ja, reicht das. Und wenn wir irgendwo hinfahren, dann machen wir gleich, wenn wir wissen, wir fahren eine längere Strecke, machen wir konsequent diesen Wagen gleich im Dieselmotor an. Das heißt, wir drücken dann im Prinzip die Sporttaste, der Motor springt an und wir fahren den Wagen. Und wir drücken die Sporttaste, warum? Weil nur dann der Motor anbleibt. Gut. Wir sind den Wagen eigentlich fast gar nicht im Hybridmodus gefahren. Das heißt, Hybridmodus heißt, ihr fahrt auf elektrisch los, dann wird die Batterie immer leerer und irgendwann, oder wenn er mehr Gas gibt, dann springt der Verbrennungsmotor einfach an und geht wieder aus, springt wieder an und geht wieder aus. Das haben wir vermieden, um den Motor wirklich zu schonen. Das heißt, wir sind, ja, also jetzt mal ungelogen, was schätzt du, rein Kilometer mit dem Dieselmotor gefahren? Weiß ich nicht. Also ich würde behaupten, wir sind nicht mehr als 12.000 Kilometer mit dem Dieselmotor gefahren, ja, und sind das andere rein elektrisch gefahren. Im Pendelverkehr. Also echt unglaublich viel. Gut, jetzt haben wir viel Laberei. Verbrauch haben wir. Kosten mit der Anhängerkupplung, so sage ich gleich noch was zu. Reifen und ja, Reifenverschleiß, Bremsenverschleiß. Bremsenverschleiß ist tatsächlich ein Problem, weil wir keinen Bremsenverschleiß haben. Weil wir wirklich beim Bremsen ja rekuperieren, das heißt, wir laden die Elektrobatterie beim Bremsen und haben somit keinen Bremsenverschleiß. Und was predige ich immer? Bremsen. Bremsen, Bremsen, Bremsen. Ja, das ist aber schwer. Also der rollt wahnsinnig gut. Rollst morgens auf die Fahrzeuge auf. Das heißt, die fahren da... Bremsen. Du musst... Im Rollen bremst du und die anderen geben noch Gas, weil der einfach so gut
Rollt. Rollt. Ja. Ja. Das ist einfach, du rollst hinter den anderen her und musst bremsen und die fahren, die geben Gas. Also da kommen Abgase aus dem Auspuff. Der rollt unglaublich gut. Das hat der Arteon aber auch gemacht. Das muss man fairerweise sagen. Der Arteon ist auch, war vom CW-Wert, vom Rollwiderstand, ein unglaublich gutes Auto. So, jetzt nochmal zu den Bremsen zurück. Das ist ein Problem bei diesen Hybridfahrzeugen. Die Bremse rostfrei zu halten, weil die Bremse zu wenig Temperatur kriegt und ihr, ich sag mal, die Feuchtigkeit von den Bremsbelägen zu selten runterbremst. Vorderachse, seht ihr, ist uns auch, ich sag mal, mit Rücksicht gerade so gelungen. Hinterachse genau das gleiche Thema. Ja, ihr seht, das ist, sieht ganz anders aus vom Tragbild wie beim normalen Fahrzeug. Jetzt muss man auch sagen, guckt mal, hier sind 18 Zoll Räder drauf. Wie riesig diese Bremse ist. Diese Bremse geht gerade so darunter. Die Bremse ist so groß, wie sie eigentlich unter einem AMG ist. Warum? 2,2 Tonnen Leergewicht. Ja, also immer regelmäßig bremsen und ich mache es auch wirklich so, bitte nicht nachmachen. Ich mache es so auf abgesperrten Teststrecken. Ich bremse den Wagen gerne mal zweimal aus 100 km/h mit der Feststellbremse runter. Ja, du schüttelst mit dem Kopf. Ja. Auto, wenn du das machst. So, das heißt, ich drücke hier auf den Knopf, die Feststellbremse betätigt und die fährt über den Elektromotor wirklich die Bremszange zusammen. Bitte macht das nicht bei Fahrzeugen mit Trommelfeststellbremse. Ja, also da müsst ihr euch genau erkundigen. Wenn ihr so einen Blödsinn macht, müsst ihr genau wissen, was ihr da macht. Und die vordere Bremse könnt ihr natürlich nur runterbremsen, wenn ihr mal wirklich 150 fahrt und dann mal richtig schön in eine Taste geht. Zum Leidtragen aller Insassen. So, jetzt zu deinen, fangen wir erst mit den Nachteilen an. Ja, hätte ich jetzt auch. Ja, dann hau mal raus. Nachteile sind, steht direkt hinter dir, der Spiegel. Viel zu groß, das schränkt das Sichtfeld ganz enorm ein, wenn man irgendwo leicht bergauf steht und nach links guckt, sieht man die Autos teilweise gar nicht. Ja, also damit ist wirklich gemeint, dass wenn ihr im Auto sitzt, so, ich mache hier mal die Scheibe auf. Also wenn ihr wirklich sitzt und ich sitze immer tief und jetzt haben mich auch schon Mercedes-Ingenieure angeschrieben, weil ich das im Video schon mal erwähnt habe. Aber Herr Zimmer, Sie sitzen viel zu tief, Sie müssen höher sitzen. Nee, ich sitze in diesem Auto, so wie ich ergonomisch sitzen möchte. So sitze ich in diesem Auto. Nicht so, wie sich das der Ingenieur vorstellt, damit er seinen schlecht designten Spiegel irgendwie argumentieren kann. Also ich verstehe den Ingenieur, aber es gibt auch kleine Leute. Und darf ich mal ein Beispiel geben? Ja. Man muss sich mal die DTM-Fahrer angucken, wo die sitzen. Das ist jetzt vielleicht kein Vergleich, aber die sitzen exakt mit den Augen über dem Lenkrad. Ich weiß nicht, wie die gucken können, aber das funktioniert. Also, warum sitze ich gerne tief im Auto? Hört sich jetzt blöd an, ich gehe nicht davon aus. Aber wenn ihr einen Überschlag habt, ja, und ihr sitzt mit dem Kopf und die Speckbirne, ihr habt ja nun mal, jeder von uns hat ja nun mal ein bisschen Fett in den Haaren oder Haargel, ja, möchte ich hier nicht hier oben dran rumscheuern. Das nervt ja auch, ne? Also wenn ich so sitze, dann gucke ich ja hier auch, das ist total blöd. Natürlich kann ich über so einen Spiegel dann weggucken, aber ich sitze eher tief und dann habt ihr, guckt euch das an, so einen breiten Apparat hier, wo ihr nicht seht. Und ich habe das im Video gezeigt und ganz viele von unseren Kunden haben gesagt, jetzt immer das, was sie da gesagt haben, ist genau richtig. Das ist eine Katastrophe. Ja, also das ist ein Riesennachteil. Also sehen andere auch noch so nicht so wie wir. Und jetzt muss man fairerweise sagen, wie gesagt, wir wollen den Wagen verkaufen. Ich bin aber immer ehrlich. Wir haben den Wagen gekauft und was hat er zu uns gesagt? Ich muss Ihnen noch was sagen. Ja, ich bin auf eine Insel drauf gefahren. Genau. Wie kann man auf eine Insel drauf fahren? Ja, ich habe schon gedacht, ich sage wieder mal. Kann der kein Auto fahren? Ist der ein bisschen komisch? Kann der kein Auto fahren? Da sagt er, ja, ich bin so auf so eine Insel drauf gefahren und da hat er so ein, wie so einen kleinen Pöller, da so einen Plastikpöller mitgenommen und da hat der Wagen tatsächlich meine neue Tür gekriegt. Kotflügel nicht, hintere Tür nicht, aber diese Tür wurde dann ausgewechselt, weil der da so irgendwie an so ein, ja, so eine kleine Absatzinsel mit so einem Pöller, da ist er einfach so rumgefahren im langsamen Fahren. Also nicht irgendwie mit 80 darüber gesprungen, sondern, und das ist genau das, was du hast. Wenn du hier irgendwas hast, ein Pöller, ein Kind oder was weiß ich nicht, was Kleines, du siehst es nicht. Gut. So, zum Spiegel. Jetzt haben die Ingenieure ihren Fett wegbekommen. Also es ist wirklich ein Riesennachteil. Ja. Wir sind uns nicht ganz einig. Ich mag die Sitze tatsächlich nicht. Du findest sie gut. Ich find du hast mich ja jetzt nach meiner Meinung gefragt. Ich finde die Sitze vom Optischen nicht so schön. Ja.
Und ich sitze auch nicht so gut. Du sitzt gut, ich sitze nicht so gut. Ja, also, das ist tatsächlich ein ganz seltener Komfortsitz. Der Sitz ist sehr lang. Guckt euch mal die lange Auflagefläche an. Das ist aber positiv eigentlich, ne? Dass ich die Beinauflage zurückmache und ich kann sie rausmachen. Ja. Das muss man sagen, das ist wirklich positiv. Also, die Sitze sind jetzt mal ganz vom Sitzkomfort... Habe ich im Arteon besser gesessen. Ja, okay. Tut mir leid. Also, ist aber nein, das stimmt. Das in dem Arteon habe ich einfach besser gesessen. Ja. Auch wenn es... eine andere Marke war. Also hört sich blöd an, man muss sich einen Moment dran gewöhnen. Und im Arteon muss man auch tatsächlich sagen, Volkswagen und BMW, Lukas, sagst du auch immer. Mhm. Was ist bei den BMW-Fahrzeugen besser? Die Sitzheizung. Ey, ne? Wie lange braucht bei Mercedes die Sitzheizung, bis der Sitz warm wird? Aber ich finde, also ich jetzt im Nachhinein, am Anfang war es bei mir genauso, ich finde das total super, das sind die Komfortsitze. Es gibt ja im Prinzip, ich sag mal, die Normalsitze sind quer genäht und die sind im Prinzip längs gelegt. Ich sitze inzwischen hier wirklich gut drin. So, weiter geht's. Vom Lenkraddesign finde ich auch nicht ganz so toll, aber das ist jetzt, also weder die Sitze noch das Lenkrad ist ein Nachteil vom Auto. Ich finde es optisch nicht so schön und vom Handling her auch nicht. Ich mag dieses Touch nicht, was da am Lenkrad ist. Aber gut, das ist jetzt nur meine Meinung. Jetzt muss man wirklich sagen, das ist ja auch, ich sag mal, das erste Auto, ja, wo du mit diesem Feld dieses Display bedienst und wo du mit diesem Feld, da kommen wir auch noch gleich zu einer Anlage, wo du mit diesem Feld im Prinzip hier das noch nicht MBUX, das ist tatsächlich noch das Command bedienst. Das Command und Radio. Also das ist am Anfang sehr gewöhnungsbedürftig. Gut, weiter geht's. Fand ich beim, ich vergleiche das jetzt immer zum Arteon, beim Arteon ganz toll, Anhänger hinten dran und der hat alleine gelenkt. Macht der nicht. Ist hier ein Anhänger dran, lenkt der nicht mehr alleine. Also Totwinkelassistent kann ich ja verstehen, dass er den nicht mehr macht. Das ist schade. Ja, also das gibt es erst beim Nachfolgemodell, bei der C-Klasse 206, die soll das machen. Der aktuelle GLE, GLC. Macht das auch, genau. Also die Fahrzeuge ab Baujahr, ich glaube 2023. Ja, ich meine 2023. Also, ist hier wirklich ein Problem. Wir haben hier eine Anhängerkupplung nachgerüstet. Der Wagen hatte ab Werk keine Anhängerkupplung. Das war ein Riesenkostenpunkt tatsächlich. Ja, Desaster kann man wirklich sagen. Also, sobald ihr, wenn ihr die Anhängerkupplung ausgefahren habt und packt in die 13-polige Steckdose irgendwas dran, egal ob Fahrrad, sagt man Fahrradgepäckträger, nein, Fahrradträger, Wohnwagen, kleinen Anhänger, geht der Toastwinkelassistent nicht mehr und geht im Prinzip auch der aktive Spurhalteassistent nicht mehr. Finde ich ein absolutes No-Go für so einen Hersteller. Jetzt muss man tatsächlich sagen, das ist noch ein ganz seltenes Fahrzeug, der aber was anderes kann. Der kann wirklich, ihr fahrt auf der Autobahn, aktiver Spurhalteassistent. Ja. Ihr setzt den Blinker auf der Autobahn, der Wagen guckt, ist wer neben mir. Wenn wer neben euch ist, macht der Wagen keinen Überholprozess. Der Wagen vorn fährt weg, die Überholspur ist frei, er setzt den Blinker, fährt nach links rüber und überholt. Funktioniert auch bei einer durchgezogenen Linie. Bei der durchgezogenen Linie wechselt er nicht, ist es danach gestrichelt, setzt er an und überholt. Also wirklich, das funktioniert. Da denkt er mit. Wirklich sehr gut. Ja. Distronic funktioniert auch sehr gut. Muss man auch mit der Regelung. Also Assistenten funktionieren hier wirklich gut. Das Einzige, wo du immer drüber schimpfst, aber das macht jetzt unser Nachfolger genauso. Wenn ihr eng irgendwo hinfahrt, dann erkennt er hier immer schnell ein Hindernis und fängt an zu piepen. Und das, worüber auch viele Kunden meckern, du fährst mal rückwärts an eine Parklücke und er hat irgendwas gesehen oder es ist irgendeine Spiegelung da und er bremst halt den Wagen einmal Notbremsassistent-mäßig einmal komplett zusammen. Ja. Ja. Hast du noch was Nachteiliges? Sensoren zu empfindlich. Ja, dadurch, dass wir die Anhängerkupplung nachgerüstet haben, ist mein Fußöffner deaktiviert. Vom Kofferraum, den ich ganz toll fand. Also, möchte ich einmal erklären. Der Wagen hatte, als wir ihn gekauft haben, hier dieses, ich glaube BMW war der erste, ne? Fußöffner. Genau, Fußöffner. Man soll das kicken und nicht rühren. Ja, der ist da auch drin, der Fußöffner. Und der hat auch funktioniert, nachdem wir die Anhängerkupplung nachgerüstet haben. Ja. Jetzt ist es aber so, rüstest du bei diesem Wagen eine Anhängerkupplung nach,
muss im Prinzip, was nennt sich das, Keyless Entry? Nein. EasyPack. EasyPack. Muss dieses EasyPack ausgetragen werden. Also, jetzt gehe ich auf dieses Thema Nachrüstung der Anhängerkupplung ein. Was sollte das kosten? Ich glaube 5. Ich meine 5.400 Euro würde die Nachrüstung dieser Anhängerkupplung kosten. Also einen unglaublichen Betrag. Wir haben das dann selber gemacht. Ich habe auch tatsächlich eine gebrauchte Anhängerkupplung organisiert. Also was heißt gebraucht? Also da war die ein halbes Jahr alt. Die fährt hier halt selber aus, die schwenkt hier halt selber aus. Dafür muss wirklich vieles geändert werden. Hier muss tatsächlich noch ein Schalter nachgerüstet werden. Und man hätte jetzt diesen Schalter auch noch mal woanders nachrüsten müssen. Das habe ich mir aber tatsächlich gespart. Und das ist, hier wäre noch mal ein zusätzlicher Schalter hinzugekommen. Aber jetzt, wenn wir mal ganz ehrlich sind, wenn ihr einen Anhänger anhängt, ne, dann müsst ihr sowieso meist irgendwas aus dem Kofferraum, und das war schon total super. Ne, also das, ja, ja. Also, ganz schnell offen lassen. Ja, aber es ist wirklich so, es fällt dann im Prinzip diese Funktion weg, weil die hat auch nicht mehr so gut dann funktioniert. Die hat nur jedes dritte Mal oder sowas funktioniert. Jetzt muss man sagen, wenn man so eine Anhängerkupplung nachgerüstet hat, muss man das bei Mercedes in die Datenkarte eintragen. Das heißt, man muss Mercedes-Händler bzw. einen, der einen Zugang hat, dem das sagen, was man alles nachgerüstet hat. Der Lüfter wird geändert und. Und dann ist es so, dann wird es in der Datenkarte nachgepflegt und dann muss man hier diese Steuergeräte aktualisieren, damit die auf den Ausstattungsstand abgestimmt werden. Und dann fallen halt gewisse Sachen tatsächlich ab. So, du hattest noch was anderes? Ja. Ich weiß, worauf du hinaus willst, deswegen mache ich das hier mal weg. Das stört jetzt wahrscheinlich nur mich, andere würde das nicht stören. Wir haben hier eine Stufe im Kofferraum, wegen den Batterien oder dem Elektromotor, alles zusammen. Die geht hier in der Mitte und da hinten ist es wieder runter. Das heißt, wir haben direkt die Stufe in der Mitte. Ist manchmal, wenn man einen Korb reinstellt oder irgendetwas, ist das mit der Stufe etwas unglücklich. Ist jetzt wahrscheinlich nur ein Problem für mich, hat wahrscheinlich kein anderer, aber das ist was ich nicht ganz so gelungen finde. Gibt es bei den Geländewagen, gibt es das zum Beispiel nicht, die haben wahrscheinlich am Boden mehr Platz, beim GLE oder sowas, die haben diese Kante nicht drin. Also, darunter ist die Batterie und die Batterie sitzt jetzt so gesehen genau auf der Hinterachse. Man hätte diese Batterie, wir haben ja jetzt hier, ich sag mal, noch ein schönes Fach. Positiv, Fach ist total super. Könnte man super das Kabel reinlegen. Ne, das Ladekabel kann man da total super reinlegen. Da hätte man natürlich jetzt auch die Batterie einbauen können. Dann wäre der Schwerpunkt nur noch weiter nach hinten gerutscht. Ja. Das wollten die Ingenieure nicht. Die Position der Batterie ist schon eine richtige, aber der Kofferraum ist tatsächlich eingeschränkt. Für mich war es jetzt nie ein Nachteil. Aber klar, also wenn man jetzt im Auto schlafen wollen würde, ja, also es gibt ja auch Leute, die kaufen Kombi und schmeißen mal hinten eine Matratze rein und wollen dann drin schlafen. Das funktioniert nicht so gut, weil, jetzt gucken wir mal, wenn wir die Sitze hier umklappen, das geht übrigens von hier. Hast du die mal umgeklappt? Positiv, ja, habe ich auch mal, finde ich auch total super. So, ihr habt keine ebene Ladefläche mehr dadurch. Ja, ist so gesehen tatsächlich ein Nachteil. Vielleicht jammern auf hohem Niveau. Ich glaube, das, was wir hier zu bemängeln haben, ist für andere Leute, nicht dich, die sehen das bestimmt. Wie gesagt, ich wollte das auch einmal so zeigen und ja, nachstellen. Was heißt nachstellen? Darstellen. So, das ist übrigens was Positives. Wir können den Kofferraum von der Fahrertür öffnen und schließen. Ja, das finde ich super. Tatsächlich so, ne? Wir haben Kinder und wenn man die tatsächlich mal morgens zur Schule bringt oder so, da braucht dann hinten keiner an der Heckklappe rumfummeln. Total und wir können super. Das auch, müsst ihr dann gedrückt halten, ne? Damit Einklemmschutz. Kann man das Ganze zufahren. Total. So, ja. Nachteile? Durch? Ja, ich glaube, ich bin durch. Ich? Aber Vorteile hat man auch schon mit. Ja, ein Nachteil finde ich wirklich bei dieser ganzen Variante, es gibt nicht viele verschiedene Fahrwerke. Es gab wirklich nur dieses H&R-Fahrwerk, das ist ein Nachteil. Und ihr seid auch, ich sag mal, in der Reifen-Felgen-Kombination sehr eingeschränkt bei diesem Wagen. Design von den Rädern finde ich gut. Ich hätte hier schon doch gerne 19 oder 20 Zoll drauf gehabt, wird bei diesen Fahrzeugen im Mercedes-Originalsegment, ich glaube, ist nicht mehr möglich. Das ist für mich ein Nachteil. Ja, gut. Ja, Vorteile. Hau du mal raus, weil ich... Haben wir schon mittendrin immer wieder erwähnt. Das mit dem, er biegt selber ab oder wechselt selber die Spur, finde ich total super. Gibt auch Sicherheit, weil er mitdenkt und mitguckt. Ja. Eine Sache, die Lukas jetzt auch gerade erlebt bei seiner C-Klasse 205, ist Matrix Light. Unglaublich. Also das Licht hier für denjenigen, der drinnen sitzt, total super.
Für denjenigen, der entgegenkommt, kommt es schon mal gerade bei nasser Straße relativ häufig vor. Ja, dass du musst aber erklären, glaube ich, was das ist. Matrix Light LED ist, ihr fahrt auf der Landstraße und es kommt euch, sagen wir mal, ein Auto entgegen oder ein Radfahrer, dann blendet er nur diesen Radfahrer. Also das Fernlicht bleibt weiterhin voll da und er blendet nur diesen Radfahrer aus oder nur den irgendwas. Nachteil ist, wenn ihr auf große gelbe Verkehrsschilder zufahrt, wo jetzt drauf steht, welche steht oder irgendwie sowas, die werden oder die spiegeln so dermaßen, dass die euch blenden. Ja. Kennst du das, Lukas? Mhm. Das ist unglaublich, wie diese Spiegelwirkung dann tatsächlich ist. Das Licht ist wirklich toll. So, mir ist da gerade noch was eingefallen, wenn ich nochmal unterbreche. Ja, mach mal. Die 360-Grad-Kamera ist an sich gut, aber die, wie sagt man, Auflösung, die ist nicht gut. Also bei dem Arteon waren die Sachen wirklich genauso auf der Kamera, wie man sie hier auch sieht. Hier sind sie so ein bisschen unscharf, nicht so deutlich. Ja. Das fällt mir zum Beispiel auf. Ich kann zwar einparken, aber ich stehe doch gerne mal vernünftig am Bordstein und den sieht man hier sehr schlecht drauf. Das war beim Arteon war das deutlich besser. Dies hier. Ja, genau. Ja. Ne, da konnte man wirklich exakt erkennen, das ist der Bordstein, das ist die Straße, der Gehweg. Das ist hier nicht so schön. Sound. Müssen wir noch einmal erwähnen, das Burmester oder wie es auch immer ausgesprochen wird. Das ist wirklich gut. Also, das Soundsystem in diesem Wagen ist unglaublich. Also, wer gerne Bass mag und auch Höhe, kommt hier voll auf seine Kosten. Es gibt noch ein größeres, das wäre jetzt High-End Burmester. Dann drehen sich hier im Prinzip nochmal Hochtöner raus. Das Soundsystem ist wirklich gut. Wirklich, also... Wir haben jetzt einen Nachfolger, den werden wir irgendwann später auch vorstellen. Das ist nicht so gut. Und da überlege ich jetzt, und da ist auch ein Burmester drin. Das ist besser geworden. Was ist besser geworden? Seit dem DAB ist das deutlich besser. Und wenn du übers Handy machst, der Klang. Okay, gut. Aber wir kommen immer noch nicht an den, was hatten wir in 2014 war es, ne? Den S214. Ja. Das ist... Die Entwicklung geht weiter. Aber Soundsystem absolut mega. Ich sag mal, platztechnisch ist das auch gut. Ist das und so viel? Wenn man jetzt wirklich sagen muss, ich meine, wir haben 2 Kinder, 9 und 11, alles super. Und jetzt auch guckt euch den Wagen an. Für mich ist ja auch immer interessant, jetzt mal ohne Quatsch. Na, guck mal, ich bin jetzt 1,85, 1,86 groß. Das geht total klar, ne? Getönte Scheiben, alles super. Sitzkomfort hier hinten gut. Ich glaube, ich saß aber ganz ehrlich. Hast nicht hinten gesessen? Ne, das darf ich jetzt eigentlich gar nicht sagen. Also, du kannst hier hinten gut sitzen, aber ich bin noch nie hinten gefahren. Also wirklich noch nie. Noch nie. Bei dem Ding. Oder? Ich überlege gerade, weil ich da hinten mal gefahren bin. Ob ich da hinten schon gefahren bin. Aber jetzt, ich sag mal, ich betrachte das immer so. Und wir fahren in der Regel die Fahrzeuge jetzt seit einigen Jahren immer nur 2 Jahre. Und ich gucke mir dann immer die Fahrzeuge an. Was ist an Kratzern dazugekommen? Was ist an Macken im Innenraum dazugekommen? Wie können wir mit diesen Fahrzeugen umgehen? Unsere Kinder sind sehr umsichtig, weil ich auch ehrlich gesagt, oder wir beide sehr bedacht darauf sind, dass Fahrzeuge halt in Ordnung sind. Und wenn man sich das jetzt hier anguckt, wir haben Kindersitze. Am Anfang hatten wir hier noch die anderen Kindersitze drin. Wir hatten immer jetzt hier so Sitzauflagen drauf. Wie sagst du, Sitzschalen sagt man dazu, ne? Kindersitzerhöhung. Hier sind keine Macken drin oder sowas. Isofix haben wir hier, glaube ich, gar nicht mehr genutzt gehabt. Also das sieht echt gut aus. Da ist jetzt an sich wirklich nichts dazugekommen. Also das muss man jetzt echt fairerweise sagen. Auch jetzt hier vom Ein- und Aussteigen in der Kurzstrecke. Lukas, film mal hier auf die Sitzflanke drauf. Das ist echt okay. Und jetzt muss man sagen, wir haben jetzt eine Laufleistung von, ich glaube, 73.000 Kilometer oder 72? 71? Ja. So, ich gucke mal hier drauf. 72.781 Kilometer. Und wirklich mit einer Tankfüllung kommt man 1.000 Kilometer, geht auf jeden Fall. Ja, sonst Vorteile, wirklich das Fahrzeug fährt auf der Autobahn wirklich flott. Also es ist wirklich im Beschleunigen ein flottes Auto, auch auf Landstraßen ein wirklich sehr durchzugsstarkes System. Also das muss man wirklich sagen. Und was man auch sagen muss, selbst mit Anhänger, nur im Elektrobetrieb, also wirklich ein Autotrailer dran mit 2 Tonnen Anhängelast. Anhängelast waren 2,1 oder 2,2 Tonnen? 2,2. Ich meine auch 2,2 Tonnen Anhängelast.
der Wagen und Anhänger ziehen echt wirklich gut. Also das macht wirklich eine gute Figur in diesem System, der Dieselmotor in Verbindung mit dem drehmomentstarken Elektromotor. Wir sprechen hier über 700 Newtonmeter Heckantrieb begrenzt. Das ist ein Wort, auf jeden Fall. Ja. Vom Design her kann man da, glaube ich, auch nichts zu sagen. Du hättest immer gern ein schwarzes Dach gehabt? Ja, weil ich das optisch schicker und sportlicher finde. Ja, ich bin froh, dass er kein Panoramadach hatte. Bin ich wirklich froh. Lukas, sag mal was zu deinem Panoramadach. Ja, erstmal nutzt man es nicht und es knatscht und ja, du fährst hier über den Bordstein und du denkst, es fällt gleich raus. Ne? Ein Panoramadach macht immer, auf lange Zeit, immer Ärger. Ist das, was ich euch aus der Werkstatt sagen kann. Es muss gepflegt werden, die Servicekosten sind tatsächlich höher. Es braucht kein Mensch ein Panoramadach. Wenn ihr ein richtiges Panoramadach haben wollt, kauft euch ein Cabrio. Kauft euch ein Cabrio. Ehrlich jetzt. In meinen Augen, es macht keinen Sinn. Und die meisten Kunden haben es sogar zu. Unsere Kinder... Weißt du, was wir gestern gesagt haben? Wir können nach oben gucken und die Vögel beobachten. Das muss man ja auch im Auto. Oder die Sterne, wenn es dunkel ist. Ja, also, wie gesagt, ich finde die E-Klasse, also das Auto, was wir jetzt haben, finde ich nicht so gut wie dieses Fahrzeug. Ich gehe mit dem Weinauge jetzt im Prinzip aus der Sache raus, dass der Wagen jetzt verkauft wird. Ich finde, er war gut zu pflegen. Der Wagen ist rein weiß. Ich müsste jetzt kein weißes Auto wieder haben. Das ist aber eine Geschmackssache. Anders wiederum finde ich die Kontraste bei diesem Wagen sehr schön. Schwarz, weiß, schwarz, weiß, schwarz, weiß. Finde ich, sieht mega aus. Das Einzige, was mich wirklich gestört hat im Design, ist, dass hier eine Chromleiste drauf ist. Das habt ihr immer, wenn ihr Keyless Go habt. Und hier hinten hat auch mit dem Keyless Go zu tun. Keyless Go, Keyless Entry ist hier das auch in Silber. Fand ich, das ist ja, dieser Wagen hat ein Night-Paket und ihr habt dieses Night-Paket und habt ihr noch dieses Chrom, habt ihr drei Farben drin. Fand ich nicht so doll. 2 Liter Dieselmotor. Ja, ich sag mal so. Das ist ein total guter Alltagsmotor. Den gibt es im Vito, den gibt es ja im Prinzip in jedem Mercedes-Modell bis auf die S-Klasse gibt es diesen Motor. Ich glaube tatsächlich für den japanischen Markt gibt es den sogar in der S-Klasse oder chinesischen. Egal, der OM 654 ist nun mal der Allerweltsmotor. Das ist der alte, wie der alte OM 651, der Brot- und Buttermotor. Völlig gut. Jetzt habe ich Jenny auch noch mal die Tage in den einen Wagen reingesetzt. Bist du den E400 gefahren mit dem reinen Sechszylinder, den OM 656? Und sag du mal was zum Motor? Ich habe den nicht so getestet. Du sagst ja immer, der fährt deutlich besser. Für mich ist der genauso gut gefahren wie dieser hier. Also, ich bin der absolute Fan inzwischen von dem OM 656. Das ist der reine Sechszylinder, ein total toller Motor, 3 Liter Hubraum. Ich finde, ein total gelungener Motor. Bin ich hin und weg, aber die gibt es eigentlich in der Regel oder beziehungsweise gab es nicht als Hybrid. So, und da wir hier einen Hybrid brauchten, war das im Prinzip das einzige Konzept, was so, ja, funktioniert hat. Jetzt nochmal eine Sache. Haben wir wirklich mal Lessen gehabt? Nein. Also jetzt, es war nie eine Motorkontrolllampe an? Nein. Wir sind nie liegen geblieben. Wir haben... kein Öl nachfüllen müssen und nichts. Vor dem Software-Update hast du ein, zwei Mal geklagt, dass das Radio ausging und wieder anging. Ja, wie als wenn er ein System-Neustart macht. Wie als wenn der Computer abgestürzt ist. Das hat er während der Fahrt gemacht, kurz schwarz und dann ist wieder angegangen. Doch, eine Sache habe ich noch. Und da kriegt jetzt Mercedes nochmal richtig ein auf die 12. Ein absolutes No-Go. Absolutes No-Go. Ich finde das total frech, auch bei dem neuen Auto. Mag ich überhaupt nicht diese Strategie. Ihr habt hier eine Ausstattung drin und nach 2 oder 3 Jahren, wenn das Abo erlöscht ist, ist die Ausstattung weg. Dann gibt es wieder zur Grundausstattung zurück. Leute, wenn ich ein Auto kaufe mit einer Ausstattung, dann hat sie da drin zu bleiben oder nicht zuzubuchen oder was weiß ich nicht. Also, okay, wenn ich es einmal gekauft habe und es ist drin in der Ausstattung, dann muss es drin bleiben. Aber nicht die Ausstattung verfällt. Jährlich oder 3 Jahre, glaube ich. Es gibt ein System, was ich 3 Jahre, glaube ich, buchen kann oder kaufen kann. Und dann ist es. Das war die Standheizung, oder nicht? Nee, das hieß irgendein Paket und dann geht das für 3 Jahre. Ihr könnt über die Mercedes Me App, könnt ihr im Prinzip diesen Wagen von x beliebig
auf- und zuschließen, ihr könnt die, den Kraftstoffstand angucken, Durchschnittsverbrauch und könnt natürlich auch die Standheizung betätigen. So, und das war dann irgendwann nach 3 Jahren, war es weg. Ja, war nach 3 Jahren. Da mussten wir erstmal drauf kommen, warum das jetzt nicht mehr funktioniert hat, bis wir das raus hatten, dass man das kaufen muss. Also das ist, und das war gar nicht billig, ne? Nee. Dieses ganze Paket hat, glaube ich, 300 oder über... 380 oder sowas, oder 389, ja. Irgendwie so. Also das finde ich eine absolute Frechheit, dass die Ausstattung dann irgendwann weg ist. Und ja, geht gar nicht in meinen Augen. So. Da würde mich mal interessieren, hat das Audi und BMW auch? Ja, ich glaube ja. Da kannst du die Sitzheizung sogar freikaufen. Weil das wissen viele nicht. Viele wissen nicht, dass Ausstattung verfällt. Also das geht gar nicht. So, jetzt habe ich noch mal 1-2 Punkte. Und dieses Auto hat am Anfang echt viel geklappert. Wirklich jetzt. Also es gibt so ein paar Dinge, die geht ja gar nicht. Guckt hier mal rein. Hier gibt es halt einige Leitungen, die aufeinander gescheuert haben. Hier zum Beispiel habe ich das mit Kabelbindern optimiert. Wenn wir jetzt hier diese ganzen Verkleidungen abnehmen. Ich glaube, bei der war es nicht. Das war bei dieser Verkleidung. Guck mal, hier siehst du, hier habe ich Filzband drüber gemacht. Weil das hier... Jeder bei Mercedes in der Werkstatt kennt das. Die Dinger, wenn die hier drauf, ey, das klappert, Leute. Das geht gar nicht. Wenn dieser Motor ist sowieso ein bisschen brummiger, das klappert wie sonst was. Ich mag das nicht. Das darf nicht klappern. Hier hinten habe ich das auch optimiert. Hier habe ich sogar durchgebohrt. Hier ein Kabelbinder hin. Guckt euch mal dieses Gummi hier an. Lukas, film mal hier mit dem Zoom da drauf. Dieses Gummi hat immer hier dran gescheuert und das hat geklappert. So klappert es nicht mehr. Ja, diese Dinger muss man immer andauernd schmieren, weil sonst... Ja, wie so ein quietschendes Klappern hat. Jetzt kriege ich den hier nicht rein. So. Also, das ist jetzt hier. Das ist jetzt gut. Hier hinten habe ich was nachgerüstet. Im Kofferraum, Leute. Also, ja. Zig Sachen im Kofferraum. Auch wieder dieses. Ich nehme immer dieses Filzband ganz gerne. Mit dem Filzband hier, mit dem Filzband da. Entklappern. Hinten die Elektroleitung. Erstmal anständig verlegt und richtig eingeklipst. Weil sonst klappert alles. Im Unterboden 1-2 so Kunststoffnieten neu gesetzt. Der war nicht so, also der ist schon brummig, ne? Der Motor. Ja. Da muss man jetzt auch sagen, wenn er auf Elektrofahrt ist, natürlich eine absolute Stille. Und da hört ihr jedes Geklapper. Kleinste Klappern. Ja. Wenn der Dieselmotor läuft, habt ihr die Grundlautstärke ist etwas höher, dann geht es. Wenn nicht gerade hier diese Abteilung klappert. Ich habe tatsächlich für den Verkauf jetzt nochmal den Dieselfilter gemacht. Ich habe es für uns nicht eingesehen. Dieselfilter wird meines Erachtens alle 60.000 Kilometer und 4 Jahre bei dem Wagen gemacht. Wäre jetzt so gesehen fällig. Das ist ja Ende 19? Der ist Wagen? 7/19. Juli 2019. So, also ist theoretisch ein Stück weit überfällig gewesen. Ich habe einen Dieselfilter noch gemacht. Wir haben das Getriebe damals gespült, weil es auch mit einer der ersten Hybridfahrzeuge war, die wir so in der Werkstatt hatten, haben wir natürlich hier uns sehr intensiv mit beschäftigt. Und das ist auch die Idee. Und das ist eigentlich auch nur der Grund, warum der nach 2 Jahren uns weicht. Wir haben jetzt einen anderen Wagen, stellen wir wann anders vor. Ich will immer so ein bisschen up-to-date sein. Hier kommen viele neue Fahrzeuge her und ich will natürlich mitsprechen können. Ich will wissen, wovon ich spreche. Ich will, dass meine Jungs hier in der Werkstatt eine Expertise dadurch kriegen, dass wir uns mit diesem Thema auch mal mit Tieferlegen beschäftigen, mal mit anderen Rädern und so weiter. Das machen wir nicht für Kunden. Wir machen für Kunden keine Tieferlegung. Aber wir wollen wissen, was für Probleme tauchen auf. Jetzt muss man auch sagen, der Wagen ist sehr empfindlich auf Reifenvibration. Das ist tatsächlich so. Reifenvibration bei diesen Elektrofahrzeugen ist ein Thema. Gehen wir später auch noch mal drauf ein in anderen Videos. Reifenvibration, Vibration, Antriebsstrang ist ein Riesenthema. Ich glaube, wir haben soweit alles. Oder? Ja, ist lang genug. Ist lang genug. War jetzt mal anders technisch. Ich würde ihn wieder kaufen, den Wagen. Definitiv. Wenn man das Steuerliche jetzt nicht berücksichtigt, und man würde nicht berücksichtigen, dass man nur 7 Kilometer zur Arbeit fährt, würde ich diesen Wagen als 3 Liter Diesel nehmen, also eine OM 656, oder ich würde diesen Wagen wahrscheinlich, mal AMG ausgeblendet, tatsächlich als rein 6-Zylinder, auch als E400, aber als Benziner nehmen, mit dem 276er Biturbomotor. Aber das, was wir jetzt damit gemacht haben, in diesem Kurzstreckenmodus und dann doch mal weiten Anhänger ziehen, war das eine super Motorisierung. Also das ist mein Fazit. Ich würde ihn echt
Würde ihn wieder nehmen. Das größte Manko und ein bisschen Sicherheitsmanko war wirklich das hier. Da muss man sehr umsichtig fahren. Das ist mein Fazit. Würdest du ihn wieder kaufen? Ich hätte den ja gar nicht gekauft. Ja, war halt... Ich stehe auf was anderes. Ja. Aber da wir kompromissbereit sind... Genau. War das eine gute Sache. War jetzt aber kein schlechtes Auto. Nein, war kein schlechtes Auto. Gut. Ist also. Auch immer noch nicht. War nicht und ist auch immer noch nicht. Ist so. Ja, ist so. Gut. Also, Licht hat dieses Auto. Beschleunigen kann dieses Auto sehr gut. Ja. Anhänger ziehen kann dieses Auto sehr gut. Familienfreundlich ist dieses Auto. Insgesamt war es ein gutes Auto. Ja, wer diesen Wagen haben will, schaut jetzt mal hier unten in der Beschreibung. Da ist dieser Wagen für einen kurzen Moment zu haben. Ein sehr ehrliches Auto. Und ja, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Habt viel Spaß und haut mal was in die Kommentare. Ja. Was Freundliches, bitte. Ja, danke. Bitte was Freundliches. Gut, habt eine schöne Zeit. Tschüss.